Und wir fallen von vorne auf das Ding rauf. Oder das Ding rammt uns von hinten. Je nachdem, wie man es sehen möchte. 1 Million. Jetzt sollten wir demnächst eingefangen werden. Jetzt sollten wir demnächst eingefangen werden. Na komm. So. 1 Jahr 150. Oh, es sind 5 Tage dazwischen. Ja, 5 Tage sind 5 Tage sind 5 Tage. Warp jetzt einmal mit 700.000-fach darum bis da hinten und da wirst du dann langsamer. Dann machen wir das ganz vorsichtig. Ohne irgendwelche Computer, ohne alles. Wobei, die Computer sind toll. Ich muss sie nur besser bedienen lernen. Das ist ein anderer. So, Warp runter. Ja, ein bisschen näher ran. Warp runter. So. Warten. Da ist Duna. Da sind wir. Da werden wir reinkommen in 19 Tagen. Und wir haben eine Mission. Ja, Flagge auf Duna. Hätte ich den einen Fehler nicht gemacht mit dem Computer, hätten wir jetzt keine 40.000 Gerberien verloren. Oh, und 625 Prestige. Das tut schon eher weh. Weil wir kriegen das Prestige momentan nicht so schnell wieder, weil wir alles umwandeln. Das Ding sollte ich eventuell mal abbrechen. Weil wir rutschen immer weiter in den dunkelgrünen Bereich. Irgendwann haben wir Negativ-Prestige. Das wäre nicht so wirklich toll, was die Mission angeht. So, wir werden gleich eingefangen. Weg mit dir. Nochmal ein Warp runter. Nee. Nochmal ein Warp runter. So. Eingefangen. Dann jetzt bis zur Periapsis. 2 Stunden. 1 Stunde. So. Fangen hier schon mal an. Wir sind auf Gegenkurs. Schub. So, und jetzt nutze ich dich wieder, Computer. Weil ich einigermaßen weiß, was ich hier tue. Gib einfach Warp mit Schub. Komm ich schneller. Treibstoffanzeige sieht nicht so super toll aus. Aber sie muss doch eigentlich nur noch diese eine Sache hier machen und dann den Orbit brechen. Dafür braucht sie nicht viel. Resume. Da. So. Jetzt hätte ich gerne eine Fußspitze da drin. Obwohl. Weiß ja nicht. Mach das einfach auf die altmodische Art runter, ohne dieses Atmosphären-Ding mit Abbremsen und so, weil wir haben noch ziemlich viel Treibstoff. Der ganze Treibstoff ist nur dafür da, dass wir abstürzen. Mit dem Treibstoff könnte man nochmal nach Hause zurückfliegen. Glaube ich. Also, Periapsis runter. Was war das? Was war Icke? Nix da, Icke. Du machst hier keine komischen Sachen dazwischen. Ich will keine Icke-Umlaufbahn. So, schon besser. Geh weg, du Mond. 300.000. So. Noch mehr. Oh, das ist schon ein bisschen zu viel. Also wir werden sehr scharf runterkommen. Aber das ist, glaube ich, okay. Weil die Atmosphäre das alles abbremst. Und weil man noch nicht auf der Atmosphäre zerschellen kann, wenn man falsch aufkommt. Oder zerrissen werden, wenn man falsch aufkommt.
Ja, Periapsis von 500 Meter ist gewagt, gebe ich zu. So, Warp ganz runter, das komische Ding weg. M. Du, geh mal auf Gegenkurs. Eigentlich, ganz eigentlich, könnten wir jetzt schon die hintere Stage abspringen. Und es wäre sogar sinnvoll, weil wir dann nicht so viel Gewicht hätten und nicht so stark runtergezogen werden. Aber es ist ein sehr ungutes Gefühl bei mir. Deswegen werde ich jetzt nochmal warpen. Und erst, wenn die Geschwindigkeit wirklich radikal abnimmt. Radikal abnimmt, Jungs. Blablabla. Duna hatte doch eine Atmosphäre, ne? Kommt die auch bald mal? Ja, jetzt kommt sie. Reibung. Reibung. Was ist hier los? Ah, Fallschirme, okay. Okay. Ich habe die Fallschirme einen Ticken zu früh. Nee. Scheint okay zu sein. Ich sehe schon Steinchen. Das ist nicht gut. 500 Meter die Sekunde scheint auch nicht wirklich gut zu sein. Ich will, dass die Fallschirme reißen, deswegen mache ich das jetzt schon mal so ein bisschen. 300 Meter die Sekunde. Fallschirme. Wow. SAS aus. RCS aus. Und gar nicht so kopflastig, wie ich dachte. Und wir kommen mit 12 Meter die Sekunde runter. Ja. Okay. Genau dafür haben wir die hier mit. Weil ich denke nicht, dass die Reifen das sonst ausgehalten hätten. Und vielleicht hätte ich das Stahlseil dazwischen machen sollen. Wo ist mein Schatten? Wow. Da ist der Boden, da ist der Schatten. SAS. Nein, nein, nein. Wow, die Reifen sind kaputt. Und die können wir hoffentlich reparieren mit dem Ingenieur. Itch. Mission. Maintains. Ah, da. Ja, 486.000 und wir haben 214 Prestige bekommen und 600 verloren wegen der Flaggenmission. Wer war von euch der? Du warst der Ingenieur, glaube ich. Steig mal aus. Kommst du jetzt überhaupt wieder rein? Muss ich riskieren. Ist jetzt wichtiger zu gucken, ob du irgendwie die Dinger da reparieren kannst. Geh mal dahin. Nee. Ach doch, Repair Wheel. Crewmember has insufficient engineering skill. Level 3 wird gebraucht. Du mich auch, das ist ein Reifen. Oh. Okay, sie müssten einen Ingenieur auf Level 3 bringen, wie auch immer. Das höchste Level, was ich bisher hatte, waren 2er. Um Reifen aufzupumpen. Das ist krass. Okay, kann ich? Oh. Geh du mal da rein. So. Kann ich denn trotzdem damit fahren? Wie fahre ich? Es war eigentlich Schub geben, aber wenn ich Schub geben mache, dann nimmt er die Antriebe da. Shutdown. Shutdown. Und wenn ich jetzt Schub gebe, das eine Rad sollte sich doch wenigstens bewegen, oder?
Disable Motor, Lock Steering. Momentan kippe ich das Ding nur. Das hat nichts mit den Reifen zu tun. Das ist meine Hamster, die sich im Kreis drehen. Na, nicht umkippen. Ja, ich glaube, der ist auch irgendwie dasselbe Motor, Enable Motor. Oh. Ja, also ich kann mich fortbewegen, aber nicht wirklich auf eine sehr tolle Art und Weise. Was ist, wenn ich SAS anmache? Kann ich dann irgendwie besser vorwärts? Wenn ich irgendwo gegensteuere oder so? Könnten wir ja dauern, so irgendwo hinzukommen. Ja, das ist schade. Das ist echt schade, SAS aus. Aber ich habe gelernt, wir brauchen einen Level 3 Ingenieur, um Reifen aufzupumpen. Das heißt, wenn wir jemanden nach Eve schicken, müsste dann Level 3 Ingenieur bei sein? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll. Also sie werden Level 1, wenn sie eine Umlaufbahn schaffen und nach Hause zurückkehren. Dann werden sie wahrscheinlich Level 2, wenn sie es nach Mun schaffen. Und dann wieder zurückkehren. Und Level 3, wenn wir es bis zum Planeten schaffen und wieder zurückkehren. Keine Ahnung. Sehr schade, sehr, sehr schade. Was ich dann? Ja. Das ist unser Maulwurf. Kann ich hier noch irgendwo? Nein, oh. RCS aus. Hör auf, rumzuspielen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Forschung? Fragezeichen? Ist irgendwas abgerissen? Nee, du. War ein Mystery Goo. Weit. Achso, du musst erstmal transferiert werden. Ribbit. Transfer dahin. Du, Review Data, verarbeiten. Jedes kleines bisschen zählt und so. Dann hätten wir gerne Temperatur 7% mehr. Okay. Alles erstmal keepen. Du, das bringt richtig gut Punkte. Jupp, keep, 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 keep. Pressure haben wir auch. Auch weiterverarbeiten. Und Gravidata sind auch nochmal 64. Alles weiterverarbeiten. Crew Report. Electric Charge wird sowas von leer gesaugt. Mach Licht aus. Warte, bis die Sonne wiederkommt. Hallo, Ike. Du siehst aus wie der Mond. Also ja, Sonne ist weg. Wop, 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 wop. Da ist die Sonne. Electric Charge ist okay. Crew Report. Keep. Du mach mal ganz kurz ein EVA. EVA Report. Keep. Take Surface Sample. Keep. Und geh wieder rein. So, jetzt würde ich ganz gerne Process Lab Data. Observe the Goo. Senden. Transmit. Surface Sample from Duna. Process. Du bist schon verarbeitet. Senden, 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 senden. Gravity Scan, verarbeiten, weitermachen. Da kommt gut was zusammen. Wop, 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 wop. Dauert aber auch ganz schön lange, das Verarbeiten. Dauert richtig lange, das zu verarbeiten. Das ist zur Hölle. Aber ja, es sind auch Level 0 Carbonauten. Was erwartet man da? Ich sollte echt so eine Art Trainingsprogramm starten. Plus 69 Science. Noch mehr Warp. Tausendfach. Wie viele Monate sind die jetzt am Arbeiten von dem doofen Sample-Ding? Ja, okay. Muss ich auch nicht alles jetzt machen. Mach das bitte aus und geh bitte zurück zum Space Center.
So, Prestige interessiert mich jetzt. Was ist hier los? Menü? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich glaube, das sollte nicht so aussehen. Ja, ich hoffe, es ist alles okay. Ich werde jetzt einfach mal abspeichern hier. Also, Quick Save abspeichern. Und dann bin ich nächste Folge wieder da und hoffentlich ist alles soweit okay. Und ich glaube, da ist nichts kaputt. Wir sind wirklich jetzt im negativen Prestige-Bereich. Ah, das ist garstig. Ja, okay. Bis gleich.